So, willkommen liebe Freunde hier am Samstag. Gestern ging es ja bereits mit der Partie Schalke gegen Frankfurt los. Heute Tabellenplatz Nummer 2, die Gastgeber Leipzig gegen den dritten Hoffenheim. Oh, das ist ein holpriger Start gewesen. Ja, meine Güte. Mal abwarten, wer da oben dranbleiben kann. Für beide natürlich, wenn es so bleibt, schon eine überragende Saison. Also weder das Hoffenheim noch das Leipzig direkt nach dem Aufstieg gleich ganz nach oben pürschen. Damit hätte, glaube ich, keiner so richtig fest gerechnet. Und ja, andere große Vereine, die machen es den beiden natürlich auch relativ einfach, indem sie sehr unkonstant spielen und im Mittelfeld oder am Tabellenkeller da rumdümpeln. Und da freuen sich beide drauf oder drüber. Ja, wir werden jetzt erst einmal auf euren Tipp hören, hoffe ich doch zumindest. Schreibt mal in die Kommentarbox, wie geht denn dieses Match aus? Ein F davor für FIFA, ein R davor für die reale Begegnung. Einfach dahinter das Ergebnis schreiben. Und alle, die hier mittippen, die werden wir dann am nächsten Bundesliga-Wochenende im Video erwähnen, auch wenn der Tipp falsch ist. Ne? Es geht hier einfach darum, mal zu schauen, wem ihr hier vielleicht die Daumen drückt oder wem ihr es mehr zutraut. Das ist immer ganz interessant. Da kommen auch die unterschiedlichsten Antworten hier zusammen. Am letzten Wochenende beispielsweise Johannes, der hatte getippt, dass Mainz und Bayern München sich unentschieden trennen. Und am Anfang ging Mainz sogar in Führung. Ne? Also die meisten hätten wahrscheinlich direkt auf Bayern München gesetzt. Nein, Johannes hat gesagt, die Mainz sollen mindestens ein Unentschieden. Und dann in der Nachspielzeit, ach, das war so ärgerlich, gab es dann doch noch den Führungstreffer. Und von daher macht ihr auch wieder schön mit. Beim letzten Mal ebenfalls Vivid, Jan, Tapetenkleis und Tim. Außerdem, Gott, was habe ich denn da geschrieben? Robin und Miele dabei. So, ja, und die meisten Tipps richtig hatte Tim. Aber es ist auch keine Überraschung. Tim hat da unglaublich viel Erfahrung mittlerweile gesammelt. Der weiß, wie das geht. Aber es wird mich trotzdem freuen oder uns freuen, wenn ihr, ja, versucht, Tim da Konkurrenz zu machen. Meine Güte, 12 Minuten quatsche ich hier und Mucke kommt gar nicht zum Zug und auch nicht zu Wort. Ja, das ist manchmal so, ne? Da fährt ja der Zenker wieder seine Ego-Schiene. Nee, ist doch alles easy. Hauptsache, ich baller dir ein paar Dinger irgendwann mal rein. Ah, ja. Irgendwann. Irgendwann. Und eine gelbe Karte habe ich mir, falls du es mitgekriegt hast, in der Zwischenzeit auch schon geholt. Ich habe es mir gerade notiert. Ach, jetzt gerade eben erst. Ach, das ist ja sehr vorbildlich, Herr Zenker. So, komm, gib mal die Pille, ja? Wir machen erstmal ein paar Tore und zeigen den Zuschauern, wie es geht. Ja, bitteschön, dann wollen wir die Pille haben. So, dann wollen wir anfangen. Ja. Ja. Ach, Scheiße. Ach, du kannst mich doch mal. Bitteschön, so macht man's. Ja, Paul. Ja, Hoffenheim hat es ja wirklich geschafft, die komplette Hinrunde ungeschlagen zu bleiben. Ja, ist sogar die einzige europäische Mannschaft, wie ich gelesen hatte. Ja, kannst du mal sehen. Ja. Sind besser als Real Madrid zum Beispiel. Ja. Besser als Barcelona. Richtig besser krass. Besser als FC Stralsund. Der heißt Stralsunder FC. So rum. Ja, ja. Oh, aufpassen. Ja, genau. Hat der mir den vom Fuß geklaut? Ja. Na mal, du. Bäh. Ja, siehst du? Wo macht man das? Oh. Hey, nee. Ja, Gulasch im Tor. Der ist schwer zu machen. Der ist schwer zu knacken. Ja. Guter Mann. Schön mit Gulasch-Fix und so. Mhm. Richtig schwer. Oh, weiter. Hätte Keita nicht mal umfallen können? Achi! Zieh! Warte, ich krieg dich! Ich krieg dich! Nö. Hallo! Oh! Ja, das war aber jetzt natürlich unsportlich, ne? Ach, was? Schade, ich hab fast den. War, dann bin ich der Papst. Ich hab fast den Abseits. Schiedsrichter erwischt. Oder? Alter! Ich dachte, das wäre Abseits. Ja, komm, 5, 11 Meter! 11 Meter! Ey, hallo, 11 Meter! Los geht's ich hier. Ich hab mal wieder nicht geguckt, wer der Schiri ist. Der Wasserschneider ist nämlich parteiisch. Ja. Er ist nämlich immer Pro-Zenker. Und Anti-Mucke. Ah, dieses tolle Passspiel hier. Ja, ist echt gut heute. Also da bist du. Ah, scheiße. Heute,
heute schwer zu knacken. Lauf, ja. Amiri, lauf! Naja. Wow, also, wow. Da kann er ruhig weiterlaufen. Wow, also das war beschämend. Ja. Also ja, immerhin durchgesetzt. Genau. Hä? Ach, bloß der Formalistengeist hat den Ball weggenommen. Weg da! Ma, was pfeift denn der jetzt? Hä? Hä? Also was war denn jetzt? Ich krieg einen Freistoß. Warum auch immer. Komm. Hey, ich will einen anderen, meine Güte. Ja, ist klar. Ja, endlich! Das war jetzt geschenkt. Ja, danke. Ich konnte jetzt nicht den hast Spieler auswählen, den ich wollte. Ja, du hast mir auch nichts zu Geburtstag geschenkt, geschweige denn zu Weihnachten. Aber jetzt hast du mir ein Tor geschenkt. Stimmt. Ja. Da hast du vollkommen recht. Scheiße. Na, aber das Tor, also das Tor, wollte ich trotzdem nicht schenken. Ja, da musst du dir was anderes einfallen lassen, ne? Denk dran, bald ist Valentinstag. Da werde ich dir. Ich werde Niki nicht so eine Vorlage liefern. So, der Ball ging aber voll daneben. Oh, jetzt. Mein Gott. Komm. Komm. Ein Tohuwabohu heute im Spiel. Ach, Scheiße, steht ja schon 1-1. Ich wollte gerade sagen, immerhin führe ich, aber. Ach, ma. Heute noch vor 5 Minuten rum, dass er mir ein Tor geschenkt hat. Auch ist gar nicht passiert. Ja. Ich wurde dazu genötigt. Ach so. Ey, nein. Doch, so, das muss jetzt aber auch reichen, Mucke, ne? Jetzt haben wir Geburtstag und Weihnachten abgehakt. Ich notiere. Ja, okay. Das darf nicht wahr sein. So, Amiri, der vorhin den ersten Schuss so richtig schön vergeigt hat, macht das jetzt besser. Oh, Mann. Oh, Hoffenheim führt. Er macht sogar Doppelpack. Alter. Oh. Ach, komm. Ja, das kann, wenn das so weitergeht, ein turbulentes. Ja, ein turbulentes. Oh. Ein turbulentes Spiel werden. Ach, nee. Ah, komm. Was macht ihr denn hier? Wollt ihr jetzt auch jetzt in der Nachspielzeit machen? Nee, bloß nicht. Hallo, falscher Mann. Scheiße. Komm. Oh, nee. Nee. Also, da hatten wir jetzt wirklich Glück. Das war eine richtig starke Schlussphase hier von Mucke. Der hat auch mehr Schüsse. 9-4, Schüsse aufs Tor. 5-2, mehr Ballbesitz. Ich mehr Zweikämpfe. Fouls ausgeglichen. Mucke hat eine gelbe Karte gesehen. Ecken 2-2, Schussgenauigkeit bist du leicht besser. Aber das ist noch ausbauwürdig. Und Passgenauigkeit habe ich total abgebaut. Am Anfang sah das super aus. Und jetzt hat Mucke 10% mehr. 88% ist ein starker Wert. Meine Güte. Ja, meine Güte. Jetzt ist Schluss mit der Freundschaft hier. Ja. Oh. Oh, die sind aber laut. Sind die bei dir auch so laut, die Zuschauer? Nö, die machen mir gar nichts. Die sind ruhig. Echt? Bei mir haben sie direkt angefangen zu brüllen. Oh, so geht das. Na, ist das ein Déjà-vu, Herr Zenker? Nein. Nein? Ist ja vorhin nicht auch so passiert, ne? Nein. Ah, Mann, ey. Ach, schön. 3-1. Ja. Wuhu. So, da sind wir ja quitt, wenn das so ausgeht. Sehr schönes Tor. Da hat nichts mehr gepasst. Nee. Es war mal ein anderer. Ach doch. Nee, komm, das hast du vorhin schon gehabt. Nee. Und jetzt muss ich hier aufpassen. Ja, also es könnte das in einem Debakel enden. Es ging echt super gut los. Oh, viel zu einfach.
Und 4:1. Eieieiei. So, ich glaube, Leipzig ist gebrochen. Ob der Zecker gebrochen ist, das weiß man nicht. Das tut auf jeden Fall weh. Es erinnert dich an andere Zeiten in der Hinrunde. Ja. Mann, defensiv waren wir am Anfang so stark und jetzt. So, damit hat Amiri sein drittes Tor geschossen heute. So, taktisch mal ein bisschen offensiver hier. Jetzt kommt die Aufholjagd des Jahres. Wenn du das noch umdrehst, du, dann kündige ich. Oh, scheiße, der hat schon gelb. Echt jetzt? Ja. Okay, Teil 1. Oh, direkt 7 Minuten nach Anpfiff. Nach Wiederanpfiff. Passt. Los, Hoffenheim nur noch zu 10. Aber dafür auch 3 Tore Vorsprung. Hallo, Randa. Baumann. Schöne Ecke. Oh nein, warum läufst du denn weg? Ich hab schon gesehen, dass ein Herr gewisser Zecker angerannt kam. So, totaler Angriff. Jetzt müssen wir Angst haben. Komm, zieh. Schön. Und ja. Da ist schon mal Tor Nummer 1. Das war mal wieder dein Lieblingsspieler, Paulsen. Ich krieg bestimmt nachträglich gleich noch gelb. Ja. Aber das war eine schöne Flanke. Ja. Hier fallen aber auch Tore. Auch Paulsen mit einem Doppelpack. Dann machen wir so weiter, knacken wir unser Torrekord von 10. Na gut, es ist ein Top-Spiel. Beide sind offensiv sehr gut. Aber da stand es gerade, Rudi hat von mir noch Geld bekommen. Ja. Der Hoffenheimer. Der war böse, der Kopfball. Der war böse. Jetzt. Direkt vor Gulasch-Nase aufgetüpfelt. Schön gemacht. Oh, fuck. Konzentrieren. Ja. Oh. Ja. Da kriegt der, da kriegt der auch noch Ball. Ja. Guck mal, das ist Bestechung. Oh, das gibt's doch nicht. Nee, du drehst mir die Partie hier nicht. Das kannst du knicken. Oh, Elfmeter. Ach, komm. Alle rauf. So, Polanski. Amiri. Grammat, keine Ahnung, Namen kann ich nicht aussprechen. Ecke! Es gibt Ecke! Jetzt, Tor! Ja! Yeah! So eine Scheiße. 5:2! Ah, das tut ja weh. Ah, Süle darf auch mal ran, also heute ist Freischießen. Wie kann das denn passieren? Ja, ich hab mal wieder einen Standard verwandelt, das passiert mir ja auch selten genug. Ja. Guck mal, Fummeltricks hier. Zack. Arschlecken. Oh, bleibt nicht im Weg stehen. Ja. Oh, fuck. Oh Baumann, so was kannst du festhalten. Komm, weiter. Schön gemacht. Schöne Ecke. Noch eine Ecke? Ja, noch eine Ecke. Ja, weiter. Noch eine Ecke. Gute Ecke. Da steht, ja, keiner. Da steht da wieder steht keiner. Nein. Da steht keiner. Du bist da auf. Das ist meine Amiri, der macht das Spiel seines Lebens. Ah. Und nein. Komm, kein Abseits. Weiter. Ja. Hol ihn hier. Oh nein, EA, mach weiter. Ich führe so schön. Wieso hast du Ball? Habe ich den echt berührt? Ja. Ach, scheiße. Oh, ich bin fix und fertig mit dem. Komm. So. Oh, ich hoffe, du hast Aspirin da. No! Ja.
Oh nein, du wirst sie nicht töten. Hey! Oh, steh auf! Ah, so. Okay, er will doch töten. Halsschmerz hat gefault. Meine Güte, ich habe kaum noch Platz zum Notieren. Und das nach zwei Spielen. Komm! Guter Block. Es gibt immerhin Ecke. Ah, nur noch 10 Minuten, das gefällt mir gar nicht. Oh komm, Tor! Ach, wo rennt der hin? Oh, was hat der für Kopfball? Aber jetzt. Oh, jetzt. Gott, alles leer. Jetzt. Wie? Nein! Super rausgeholt. Oh, fuck, man. Paulsen! Ah, Baumann hat aber schnell reagiert. Okay. Er will kein Sechstes. Nee. Du hast einmal 6 und einmal 7 in deiner Spielzeit hier lesen müssen. Das stimmt. Oh, ja. Hätte ja klappen können. Jetzt wollte ich dich demütigen. Komm runter. Ja. Oh! So. Und das pfeift er wieder. Oi. Halsschmerz, hat er nicht schon gelb? Ja. Gelb, der und fliegt. Dann, der fliegt. Ja. Und dann ist er ja wieder ausgeglichen. C10. Oh, was ein Traumtor! 6:2! Das war traumhaft! Ihr seid doch krank! Traumhaft! Dann habe ich den zweiten Standard jetzt in dem Spiel verwandelt. Oh, geile Sache! Meine Fresse. So, ein Tor noch und ich hab mein. Du hast die höchste Niederlage. Du hast ja 7-3 verloren. Wenn 7-2 steht, hast du. Ne? Oh, Scheiße, ey. Was und ist noch. Das? Oh, das war traumhaft. So, 6:2. Hallo, ich will den Ball haben. Ich muss ein Tor schießen. Paulsen! Oh, Mann. Er kann nicht hören. Jetzt Content. Schnell. Ach. Oh, was machst du? Ah. Hol dir doch den Ball! Ah. Ja, jetzt schnell nach vorne, komm! Oh, ist alles frei hier! Der stirbt! Bam. Ja, 6:2 gewinnt hier Hoffenheim, das war ein turbulentes Spiel. Meine Fresse. Oh, mit Leipzig hier ausgepfiffen. Ja, das ist ja heftig heute hier am Samstag. Nachher geht's noch weiter mit Leverkusen gegen Gladbach und morgen Freiburg, Hertha und Mainz gegen Dortmund. Jetzt hier aber erstmal die Werte. Also Mucke 6:2, überragend. 20:8 Schüsse, 14:6 aufs Tor. Mehr Ballbesitz. Ich mehr Zweikämpfe und mehr Fouls. Gelbe Karten ausgeglichen. Rote Karten auch 1:1. Ecken hast du einer mehr. Schussgenauigkeit bin ich besser. Passgenauigkeit du. Ja, Mucke, das war überragend von dir. Ja, danke schön. Es war mir aber auch eine Ehre, mit dir zu spielen. Naja, wir sehen uns nachher wieder, dann wird Mucke fertig gemacht. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war doch. Jetzt sind wir quitt.